In 2 Minuten geht unser Talk los und ich hoffe sehr, dass mein Tablet, das eben gesagt wird, Softwareinstallation fertig, das nicht startet während unserer Talkrunde heute Abend. Mein PC soll sich noch bitte gedulden. In 2 Minuten startet unser heutiger Talk zum Thema Akzeptanz von LSBTIQ in muslimischen und jüdischen Communities. Wie gesagt, pünktlich um 19 Uhr geht's los. Wir freuen uns auf euch und ruft noch die Mutti und die Tante und den Onkel an. Die können vielleicht auch noch zuschalten. So, unser Techniker im Hintergrund, unser engagierter Valentin hat mir gesagt, es läuft ganz gut. Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei. Dann wollen wir auch die Anwesenden nicht länger warten lassen. Wir von Seiten der Ibn Rushd Goethe-Moschee, besser gesagt von der Anlaufstelle Islam und Diversity, freuen uns sehr, ja, eine interessante Gesprächspartnerin von außerhalb und aus unserem Team selbst einen interessanten Gesprächspartner heute zu haben. Unser heutiges Thema lautet Akzeptanz von LSBTIQ in jüdischen und muslimischen Communities. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben bereits vor einigen Monaten verschiedene Studien vorgestellt. Wie schaut es um die Akzeptanz von LSBTIQ in der Bevölkerung aus? Welche Erkenntnisse gibt es dazu? Und dann haben wir im Anschluss geschaut, wie schaut es in den einzelnen Subgruppen der Gesellschaft aus? Wie schaut es da mit dem Engagement aus? Wie haben sich Emanzipationsbewegungen entwickelt, entfaltet? Wie hat das Engagement Früchte getragen in der Gesellschaft? Wir haben leider im Rahmen der Studien festgestellt, dass gerade jüdische und muslimische Communities in Studien keine oder wenig Berücksichtigung finden. Auch in der repräsentativen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, da wurden Menschen, die keiner Konfession angehören, es wurden Menschen der verschiedenen christlichen Konfessionen in den Blick genommen, aber eben andere Religionsgemeinschaften nicht. Wir haben dann im ersten Schritt geschaut, okay, wir haben die Christen in den Blick genommen, wie schaut es denn da in der Praxis aus, jenseits der Studienlage? Und da hatten wir in der Weihnachtszeit passend zum Christentum einen Talk mit einem Pfarrer aus der Gemeinde in Berlin-Tiergarten. Ja, und heute, kurz vor Ostern, erweitern wir die Gesprächsrunde. Und ich freue mich außerordentlich, dass die Co-Vorsitzende von Kirche Deutschland heute da ist, Nicoletta Mina. Schönen guten Abend. Ja, und der zweite Gesprächspartner ist auf diesem Kanal schon etwas bekannter. Tugay Sarraj, unser LGBT-Beauftragter der Moschee, der auch Podcasts macht, interessante Gesprächsformate. Und ich will nicht zu viel verlangen, aber bald von einem Plakat in die Stadt hineinlächeln wird im Rahmen einer Akzeptanzkampagne. Aber dazu verraten wir heute noch nicht so viel. Wir wollen ja auch die Spannung aufrechterhalten. Schönen guten Abend, Tugay. Hi. So, wie schon gesagt, Studien geben. Aber kurz noch zu mir. Mein Name ist Jörg Steinert. Ich bin seit über 14 Jahren im LGBT-Bereich aktiv, durfte das hauptberuflich beim Lesben- und Schwulenverband lange Zeit machen. Ja, und unterstütze jetzt gern die Ibn Rushd Goethe-Moschee bei ihren Bestrebungen. Denn ich finde es ganz wichtig, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen die Akzeptanz befördert wird und auch da noch mehr getan wird, wo vielleicht noch nicht so viel geschehen ist oder wo es auch mehrfach Diskriminierung und andere Herausforderungen gibt. Jetzt aber endlich zu unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Wir haben mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin, in Berlin in den vergangenen 12 Jahren gute Erfahrungen gemacht. Die jüdische Gemeinde war Gründungsmitglied des Bündnis gegen Homophobie. Das waren damals in der Stadt 20 Organisationen, die dieses Bündnis gegründet haben. Inzwischen sind es über 120 Organisationen. Zugleich wissen wir eben, wie gesagt, durch Studien nicht so genau, wie schaut es denn genau in der jüdischen Community aus?
Und warum braucht es diese Organisation Kechel, die heute Nicoletta hier vertritt? Denn nur weil sich eine große Organisation wie die Jüdische Gemeinde engagiert, bedeutet es ja nicht, dass von heute auf morgen Diskriminierung weg ist, sondern dass man sich mehr der Diskriminierung bewusst macht und da versucht, mit umzugehen. Und liebe Nicoletta, vielleicht mal so aus deiner eigenen Erfahrung, warum ist es so wichtig, dass es Keshet gibt, eine relativ junge Organisation, eine Organisation, die immer mehr Wahrnehmung entfaltet und die auch den Finger in die Wunde hält, aber auch eine Brücke eben baut, wie man Missstände beseitigen kann? Vielleicht kannst du so von der Ausgangssituation und zu Keshet was erzählen. Sehr gerne. Du hattest ja gerade angesprochen, Berlin. Da würde ich gerne anknüpfen. Berlin ist natürlich eine Stadt, die den Ruf hat, besonders LGBTIQ-freundlich zu sein. Und ich denke, dann ist es auch logisch, wenn man die These aufstellen möchte, dass die Berliner jüdische Gemeinde auch entsprechend besonders LGBTIQ-freundlich sei oder progressiv in der Richtung. Dem will ich gar nicht widersprechen. Allerdings würde ich das nicht verallgemeinern. Wir stellen fest, dass Gespräche stattfinden, wichtige Gespräche zu dem Thema, aber die finden alle punktuell statt und individuell. Und es hängt immer sehr stark von Individuen ab und man kann es gar nicht vereinheitlichen und sagen, in der Stadt ist es besonders progressiv oder da findet besonders viel statt. Oder in der anderen. Es ist tatsächlich eher, wenn bestimmte Personen, die beispielsweise in Synagogen arbeiten oder Synagogen leiten, Interesse an dem Thema haben, dann bewirken sie etwas und dann bringen sie es auch rein. Oder eben, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum es Keshet braucht, Personen, die versuchen von außen, im Sinne von, Quatsch, von innen, darauf einzuwirken, indem wir als Mitglieder der Gemeinden aufrufen und unser Interesse bekunden und den Bedarf äußern, den es eben gibt. Ich hatte vorhin gesagt, es findet punktuell und individuell schon einiges statt, aber es reicht noch nicht aus. Man kann nicht sagen, dass in Deutschland in den jüdischen Gemeinden die LGBTIQ-Themen schon selbstverständlich thematisiert werden. Das ist leider noch nicht der Fall. Wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn wir es über Formate hören. Es braucht aber trotzdem Keshet, um das alles zu verstärken. Also warum Keshet gegründet wurde, waren vor allem also unser Ziel mit Keshet basiert vor allem auf drei Säulen. Einerseits wollen wir einen Safe Space schaffen für Menschen, die der Community angehören und die keinen Anschluss finden, weil sie nicht wissen oder das Gefühl haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jüdische Identität mit queerer Identität vereinbar ist. Die zweite Säule sozusagen ist die Aufklärung, die wir innerhalb der jüdischen Gemeinden auf jeden Fall brauchen, weil es immer noch viele Mitglieder gibt, die mit queerem Leben nicht in Verbindung kommen, die viele Vorurteile haben, und die müssen wir mitnehmen oder aufklären eben. Und dann aber auch die dritte Säule der Aufklärung nach außen hin. Also jüdisches Leben in Deutschland wird auch immer sehr einseitig dargestellt und immer in bestimmten Kontexten. Da möchten wir eben auch zeigen, dass es variierendes, diverses jüdisches Leben gibt und auch queeres jüdisches Leben und dass es eben miteinander vereinbar ist und zwar selbstverständlich. Sehr gut. Und kannst du noch mal sagen, wann wurde Keshet genau gegründet? Keshet wurde im November 2018 gegründet. Wir sind also gar nicht so alt, relativ jung. Und ich war nicht Teil der Gründungsmitglieder, leider. aber Dalia, Leo und Monty waren Teil der Gründungsmitglieder und waren auch der erste Vorstand. Mit Dalia und Leo bin ich aktuell auch im Vorstand. Und da war total spannend. Also Dalia und Leo erzählen gerne und Monty auch,
wie so die ersten Veranstaltungen stattgefunden haben und man am Anfang dachte, ja gut, man kennt ja irgendwie die eine oder andere Person, die Interesse haben könnte und aus Eigenbedarf hat man sich dem Thema angenommen, hat gesagt, es gibt dieses Angebot aktuell in Deutschland nicht, zumindest nicht bundesweit. Es gibt nicht einen Verein, der queeres jüdisches Leben so zusammenbringen möchte und ein Netzwerk sozusagen gründen möchte, was alle aufnimmt. Und aus dem Aktivismus heraus haben sie Keshet gegründet und haben am Anfang eigentlich gedacht, naja, dann kommt die eine oder andere Person dazu, die man kennt und mal schauen. Wir haben aber schnell gemerkt, oder damals sie haben schnell gemerkt, dass eben der Bedarf viel, viel größer ist als gedacht. Also es kamen dann irgendwie 3, 4, 5-mal so viele Menschen, wie eigentlich am Anfang erwartet, zu den Veranstaltungen. Und das merken wir auch heute noch, dass das Interesse groß ist und dass wichtig ist, was wir tun. Du hast das Thema Vielfalt genannt. Und das ist ja in mehrfacher Hinsicht interessant. Also einerseits hast du ja gesagt, es gibt ja nicht da die religiösen Menschen und da die LGBT, sondern es gibt LGBT, die religiös sind. Also dass das eben kein Gegensatz sein muss, sondern dass ihr versucht, gerade die Brücke zwischen beiden zu bauen und nicht die Gegensätze aufzumachen. Und die zweite Dimension war, dass es nicht das jüdische Leben oder vielleicht das Klischee-jüdische Leben gibt. Und dafür ist ja auch gerade die jüdische Gemeinde zu Berlin ein interessantes Beispiel. Das ist ja eine Gemeinde, da gibt es liberale Synagogen, da gibt es konservative Synagogen, da gibt es orthodoxe. Könnt ihr nur, also da gibt es auch so eine klassische Vorstellung, naja, ist ja klar, die liberalen Synagogen machen ein bisschen LGBT-Sachen, die anderen nicht. Was gibt es da für Erfahrungen in dieser Vielfalt? Weil da sind ja Synagogen sicher auch von Grund auf unterschiedlich eingestellt. Ja, tatsächlich gibt es natürlich Unterschiede. Wir haben aber interessanterweise die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht unbedingt so zu pauschalisieren ist, dass in liberalen Synagogen LGBT-Plus-Themen besser zu platzieren sind oder dass diese offener sind als konservative. Wir haben es gibt Synagogen, die, wie ich vorhin gesagt habe, es ist alles immer sehr individuell und hängt von den Personen dahinter immer ab. Und wir haben Erfahrungen mit Synagogen gemacht, die eben liberal sind und sich eben progressiv sind und aber LGBT-Plus-Themen gar nicht unbedingt bei sich platzieren wollten. Wir haben aber auch Erfahrungen gemacht mit konservativen Synagogen wiederum, was uns sehr gefreut hat, die sehr offen den Themen gegenüber standen. Wir haben einen sehr, sehr großen Pride-Shabbat gefeiert, der super ankam in der Frenkel-Ufer-Synagoge. Und da, denen sind wir bis heute sozusagen noch dankbar für diese Möglichkeit, weil das nicht selbstverständlich war zu der Zeit. Es sollte natürlich selbstverständlich werden. Und das ist aber eine Synagoge, wo man jetzt vielleicht auf ersten Blick sagen würde, die ist eben eher konservativ und da hätte man es nicht erwartet. Von daher würde ich das gar nicht so pauschalisieren. Es hängt immer sehr stark von den Individuen dahinter ab. Mhm. Aber das zeigt eben auch das Potenzial, das es gibt. Ne? Also dass man eben nicht nur eine bestimmte Sparte des jüdischen Lebens erreichen kann, sondern eben auch eine konservative Synagoge, der man es erstmal vielleicht abschreibt oder nicht zuspricht, sich da zu öffnen. Wenn man in Bezug auf das religiöse Leben spricht, da geht es ja einerseits, sage ich mal, um die Akzeptanz in den Familien, im Alltag, aber eben religiös betrachtet um, ja, vom religiösen Heiraten, sage ich jetzt mal. Also wird man gesegnet, feiert man zum Christopher Street Day oder zu anderen Anlässen gemeinsam Gottesdienst. Welche Beispiele oder Formate konntet ihr da in den letzten Jahren durchführen, erreichen? Oder gibt es da auch schon vielleicht kleine Traditionen? Du meinst eine Tradition, was unsere Formate angeht? Ja. Also wir versuchen, unsere Veranstaltung größtenteils auf die Feiertage zu beziehen. Es ist einfach eine super gute Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen. Es gibt ja auch viele säkulare Juden, die nicht religiös sind, aber sich dem Judentum eben verbunden fühlen, weil sie auf kultureller Ebene sich damit identifizieren können.
Und wir haben auch beispielsweise viele Menschen, die gar nicht jüdisch sind, aber super gerne zu unseren Veranstaltungen kommen, weil sie eben einen diversen Space darstellen, der in jeglicher Hinsicht divers sein soll und einladen soll. Das heißt, wir veranstalten, natürlich war das vor der Covid-Situation ein bisschen einfacher als jetzt, Live-Events, wo wir uns eben mit unseren Mitgliedern und Interessentinnen treffen, um Feiertage zu feiern, sei es jetzt Pessach oder Purim, wo man sich verkleidet oder zusammen isst. Natürlich haben wir unser Klassiker, ist so ein Schabbat, der findet eben jede Woche statt. Wir haben ihn nicht jede Woche gefeiert, aber es gibt eben sehr viele Gelegenheiten, zu denen man ihn veranstalten kann. Und da bietet es sich auch sehr gut an und wie gesagt auch in Synagogen zum Beispiel diese Sachen stattfinden zu lassen, um damit auch ein Symbol, sage ich mal, zu setzen und zu zeigen, es findet in einem religiösen Kontext statt, es findet in einem Gotteshaus statt und das ist ja doch schon immer was anderes, als wie wir jetzt eine andere Veranstaltungshalle oder ähnlich buchen würden für diese Veranstaltung. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich würde gerne mal, ich habe natürlich noch weitere Fragen an dich, aber auf Tugay, um zu schauen, welche Parallelen es im muslimischen Spektrum gibt. Tugay, wenn du das jetzt hörst, da ist ja die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee dagegen richtig alt. Ne? Also nicht alt, aber die gibt es ja sogar schon länger als Keshet. Sonst ist immer die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee die jüngste Organisation in solchen Kreisen. Was ist denn da in den letzten Jahren eigentlich passiert? Warum hat es dieser Moschee gebraucht? Und wie war es vorher für LGBT in anderen Moscheen? Führ uns da mal ein bisschen ein. Ja, die Moschee hat es gebraucht, weil in anderen Moscheen, jetzt aus der LGBT-Perspektive hinaus, es gibt keine Moschee, die ich kenne, ich glaube in ganz Deutschland, die homosexuelle Paare verheiratet. Es gibt keine Moschee, in die ein homosexueller Mensch gehen kann und einfach nur von seinem Leben erzählen kann, im Sinne von, hey, wenn ich als schwuler Mann in eine Moschee gehe und sage, ich lerne gerade einen Mann kennen und ich habe vor, ihn zu heiraten. Es gibt keine Moschee, in der ich das einfach machen kann, ohne schiefe Blicke zu ernten. Und deshalb braucht es die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee. Ich meine, wenn man in unsere Moschee kommt dann, und jemand so eine Geschichte erzählt, dann guckt keiner verdutzt, ob es jetzt negativ ist oder positiv ist, im Sinne von, ach, wie schön, dass du zu dir stehst, weil das ist auch nichts, was man unbedingt erleben will, sondern mit einer, ich würde sagen, mit einem wird dort, wenn man homosexuell ist, mit einer positiven Gleichgültigkeit begegnet. Also das ist genauso, als würde man sagen, ich bin heterosexuell, es ist halt so, Punkt. Aber auch wenn es um die Trennung von Mann und Frau geht, es gibt keine Geschlechtertrennung. Wie bei uns wird, das sagen wir immer, Mekka-Style gebetet. Ja? In Mekka beten Männer, Frauen nebeneinander. Bei uns beten Männer und Frauen nebeneinander. Weil wenn wir beten, beten wir zu Gott. Dann hat ein Hintern vor uns absolut keine Bedeutung. Es wird einfach zusammen gebetet. Ich meine, ich erinnere mich an die, auch an die Beerdigung meines Vaters, die in einer DITIB-Moschee stattgefunden hat. Da wurden die Frauen in die Moschee gebracht und ihnen wurde gesagt, dass sie dann gleich wieder rauskommen können. Aber bevor sie rausgekommen sind, haben wir als ich damals Junge, die männlichen Leute dort, das Totengebet gemacht. Die drei Särge wurden in die Autos gebracht und dann kamen die Frauen erst wieder raus. Also was ist das denn für ein Erlebnis für meine Schwestern, für meine Mutter, für meine Cousinen und so weiter und so fort. Also kann man sagen, die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee ist generell eine sehr inklusive und egalitäre Moschee. Absolut. Und das gibt es so nicht. Wir sind da die Einzige. Es gibt ja sogar eine Erfolgsgeschichte, dass es so einen Zuspruch gibt, dass die innerhalb von 4 Jahren jetzt sogar die Räumlichkeiten wechseln musste, weil man aus den bisherigen Räumlichkeiten rausgewachsen ist. Wo findet man denn jetzt die Moschee? Die jetzige Moschee ist in der Ottostraße 16. Wir sind im Oktober, wenn ich mich nicht täusche, umgezogen, hatten kurz danach eine
eine Veranstaltung mit Mohanad Khoshide und da hat sich nochmal gezeigt, dass ein Umzug absolut nötig ist, weil mit dieser ersten Veranstaltung, die wir in der Moschee hatten, war die Moschee schon total überfüllt. Und das ist wirklich eine krasse Erfolgsgeschichte. Das wird immer größer und immer mehr. Jetzt gibt es leider Corona, weshalb immer weniger Leute zum Freitagsgebet kommen können oder zu anderen Veranstaltungen, aber es ist ein tolles, wachsendes Projekt. Es gibt noch einen Vorteil von Corona, wir hatten Zeit für Renovierungsarbeiten. Das stimmt. Ja, alles frisch gemalert, neue Teppiche. Also es ist jetzt, ne, vorher hätte man überlegen müssen, wie kriegt man das ins laufende Geschäft dazwischen geschoben. Man muss ja auch manchmal die Vorteile sehen, auch wenn wir uns natürlich wieder eine persönliche Begegnung wünschen. Bevor ich zu den positiven Dingen noch weiterkomme, gibt es aber auch die großen Schattenseiten. Es gibt auch von Anfang an die Anfeindungen. Wie gestalten die sich? Also sowohl die Menschen, die sich an die Moschee wenden, sagen, hey, ich bin im Bedrängnis, weil, als auch für die in der Moschee handelnden Personen, die sind ja nicht ganz frei von Anfeindungen und Bedrohungen. Wie sieht das aus? Also die einfachsten Anfeindungen, die wir bekommen, sind dann solche wie, ihr seid doch eh bedeutungslos, ihr seid für niemanden interessant, ihr seid eine kleine Gruppe und so weiter und so fort. Das sind die kleinen Sachen, wogegen man dann halten kann, was dann schon gefährlicher wird. Wir haben eine Fatwa aus Ägypten bekommen, aus der Kairoer Universität, ein Rechtsgutachten, in dem es heißt, dass wir keine Moschee sind, dass man uns schließen muss. Das heißt, wir werden von einer hohen islamischen Institution eigentlich zum Abschluss freigegeben. Es gibt Reaktionen aus dem türkischen Amt für Religionsangelegenheiten. Es gibt Morddrohungen von Privatpersonen. Ich meine, es ist an der Tagesordnung für die Menschen unter uns, die in der Öffentlichkeit stehen, seien es Ceylan Ateş als Gründerin der Moschee oder auch ich oder unsere E-Mail-Accounts. Wir kriegen ständig Beleidigungen, Morddrohungen. Ich meine, die Moschee selbst wird von der Polizei beschützt. Ceylan Ateş steht 24 Stunden unter Polizeischutz. Und das eben nur, weil wir alle Menschen willkommen heißen. Was schade ist, weil 113 von 114 Suren fangen mit den Worten im Namen Gottes des Allerbarmers des Barmherzigen an. Und Barmherzigkeit sollte das höchste Gebot sein. Und ja, dafür kämpfen wir. Das zeigt ja auch die Parallele zum jüdischen Leben in Deutschland. Also wenn man zu einer Synagoge kommt, immer der Polizeischutz und jetzt hier bei einer liberalen Moschee, umso schöner ist es zu sehen, wie jetzt ihr beide, ihr präsentiert ja so ein Engagement und sagt, das ist so, das ist auch traurig, wir nehmen das auch ernst, aber wir lassen uns trotzdem nicht davon abbringen. Und einen schönen Moment bei der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee fand ich, ich glaube, es ist 2 Jahre her, weil letztes Jahr war ja nicht so groß CSD, da habt ihr dem CSD Berlin ein Halal-Zertifikat überreicht. Also vielleicht kannst du das nochmal einordnen, diese Diskussion Halal-Haram, denn Haram ist ja das Gegenstichwort, mit der gerade liberale Muslime, die sich für LGBT-Akzeptanz einsetzen, konfrontiert werden. Ja, es gibt ja, das kennt jeder muslimische Mensch oder auch andere Menschen, diese Halal-Zertifikate für Fleisch normalerweise oder für Veranstaltungen und sonst was. Und wir haben uns gedacht, für uns ist Liebe Halal. Liebe ist etwas Großartiges. Es wird im Koran und in den Überlieferungen des Propheten immer wieder hervorgehoben, wie wichtig doch Liebe ist. Und ja, dann haben wir gedacht, was macht denn die homosexuelle Liebe Haram? Unserer Meinung nach nichts. Und davon sind wir fest überzeugt. Also haben wir den CSD für Halal erklärt, weil er es ist. Fantastisch, das hätte man ja auch vorher nicht gedacht. Man hätte gesagt, boah, das ist, wenn was nicht halal oder ist, dann ist das der CSD. Aber es zeigt ja auch, dass Religion oder besser gesagt nicht Religion oder der Glaube an Gott, sondern ein Religionsverständnis, nichts Statisches ist. Und ich glaube, da habt ihr ja auch so eine neue Marke gesetzt. Vielleicht ist das nicht der letzte CSD, der ein Halal-Zertifikat bekommt. Das wäre doch ein schönes Zeichen. Ich finde, sogar, ganz kurz noch dazu, ich finde, wir sollten dem noch ein Zertifikat geben. Es gibt ja Halal, erlaubt, und dann gibt es nochmal empfohlen. Ich finde, wir sollten den CSD mal empfehlen, was dann nochmal eine höhere Stellung hat, als erlaubt hat. Ist halt, was ist besser als der Kampf für Menschenrechte? Nichts.
Wunderbar. Wir wollen natürlich auch diejenigen, die heute hier zuhören, denen ermöglichen, Fragen zu stellen. Und bevor ich jetzt euch nochmal, wir wollen es auch knapp halten, ne? In Zeiten von Corona sind wir alle Videokonferenzen gewohnt, die sich in die Länge ziehen. Und wir wollen natürlich auch das Interesse aufrechterhalten und Lust machen auf ein zweites und nächstes Mal. Also wer jetzt Fragen hat, schickt die uns in den Chat. Unser lieber Valentin leitet die mir dann weiter. Aber während ihr euch überlegt, ob ihr uns eine Frage stellen wollt oder besser gesagt den beiden, würde ich gerne nochmal das Verbindende sehen. Und zwar, mit welchen Vorurteilen oder Fehlannahmen in der Religion ist man konfrontiert? Außer dieses ist nicht erlaubt. Na, also wo leitet sich denn das her? Und mir fällt jetzt zuerst jetzt gerade im muslimischen Bereich, weil Tuga der letzte war, der was gesagt hat, nochmal die Geschichte von Lot ein. Ne? Also das ist ja auch so eine Geschichte, die sich in verschiedenen Religionen dann widerspiegelt und hat bloß verschiedene Namen. Was hat es denn mit dieser Geschichte auf sich und warum ist denn das eine Fehlannahme, warum Religion Homosexualität oder homosexuelle Handlung verbieten würde? Also ja, vielleicht kannst du uns da nochmal einführen und vielleicht gibt es da ja auch Erfahrungen aus dem jüdischen Spektrum oder was einem entgegengeschleudert wird, liebe Nicoletta. Ja, viele Muslime gehen fälschlicherweise davon aus, dass der Koran Homosexualität verbietet und sie begründen es mit den Taten des Volks von Lot, dem Propheten Lot. Und dieses Volk wurde bestraft für ein ausschweifendes und unmoralisches Leben. Unter anderem gab es dort Vergewaltigung von Männern gegen Männer. Also Männer vergewaltigt, es kam zu Morden, Gäste wurden mit allerhand Grausamkeiten vertrieben, weil man die Stadt eben nicht, man wollte keine Gäste haben, man war halt nicht gastfreundlich. Man hat den Propheten Lot nicht als Propheten anerkannt und das war dann laut Koran der Grund, dass dieses Volk bestraft wurde. Relativ früh ist es schon passiert, dass islamische Gelehrte dann das Wort Liwat geprägt haben. Liwat bedeutet die Tat des Volks von Lot. Das Wort kommt im Koran selbst nicht vor. Und das wurde anfangs als Analverkehr interpretiert. Aus diesem Wort Liwat hat sich dann, wurde dann entwickelt, dass in den späteren Jahrhunderten hieß es dann, Liwat sei Knabenliebe und heute heißt es, Liwat sei Homosexualität. Also wir sehen eine interessante Entwicklung eines Wortes. Heute sind wir da angekommen, dass es heißt, es sei Homosexualität. Dieses Konzept wurde damals noch nicht diskutiert. Und deshalb gehen Muslime heute leider davon aus, es sei verboten und sowas hätte es nie gegeben. Wobei ich jetzt hier zufällig tatsächlich, weil ich heute damit gearbeitet habe, drei Bücher neben mir habe, drei dicke Bücher, die alle homoerotisches Leben in islamischen Gesellschaften dokumentieren, seien es jetzt bei den Abbasiden relativ früh, bei den Umayyaden, aber auch bei den Osmanen. Es gab ein reges Interesse an homoerotischen Gedichten und dem Leben. Selbst Großveziere, also Reichskanzler sozusagen, haben homoerotische Gedichte bestellt. Und es gibt ja auch eindeutige Abbildungen dazu, ne? Ja, also das eine Buch, was ich gesehen habe. Die Männer, die im Ring stehen und miteinander Analverkehr haben und das war nicht verboten. Es gibt, deswegen sage ich auch oft sogenannte Konservative, weil Konservative wollen ja alte Werte konservieren. Aber es ist so, dass unsere Konservativen oft neue Werte erfinden und diese als ursprüngliche Werte darstellen. Und das ist so das große Missverständnis, vor allem durch den Wahhabismus in die Welt getragen, durch Saudi-Arabien und der Türkei, die Muslimbrüder. Was du ja beschreibst, ist ja auch, dass eben nicht Religion in ihren Ursprüngen gegen Homosexualität war, sondern die spätere Instrumentalisierung von Religion sich gegen die Menschen, gegen die Liebe, gegen die Zuneigung zueinander gewendet haben, um politische Ziele oder Unterdrückung von Menschen zu befördern. Ne? Das ist ja... Ja, eher eine Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der Religion. Ne? Man ging davon aus, dass das Sexleben wäre eine Quelle von Unruhe im Reich gewesen.
Und deshalb haben die Regierungen neue Gesetze geschaffen, weltliche Gesetze geschaffen, um die leichter verfolgen zu können. Oft normalerweise auch nicht islamisch argumentiert, sondern einfach nur Kontrolle des Volkes. Und daher kamen die Gesetze. Da gibt es auch eine Parallele. Ich habe ja, wie gesagt, zu Weihnachten mit einem Pfarrer geredet. Da war das zwar nicht Thema, aber man hat ja auch im Christentum häufig die Unterstellung allein von Homosexualität. Man musste nicht mal homosexuell sein. Es waren zum Beispiel die Kreuzritter, wurden dem Papst zu mächtig. Dann hat man zusammen mit dem französischen König einfach denen mal homosexuelle Handlungen unterstellt und schwuppdiwupp würden sie alle hingerichtet und das war's dann. Ne? Also das ist Teil der Geschichte. Aber nun zu unserer Gesprächspartnerin von Keshet. Liebe Nicoletta, welche Erfahrungen hast du da? Wie wird mit religiösen Argumenten oder mit der Instrumentalisierung von religiöser Interpretation gearbeitet, um sich gegen LGBT zu wenden? Ja, ich sehe tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen, konnte in vielem, was Tuga gerade erzählt hat, uns sozusagen auch wiederfinden. Es gibt vor allem eine Stelle in der Tora, die gerne zitiert wird. Ich kann sie jetzt nicht zitieren, aber die geht ungefähr so, ein Mann soll nicht neben einem Mann schlafen. Und die wird eben, also wie in jeder Religion ist ja vieles Interpretationssache, wie ihr ja auch gerade schon gesagt habt, über die Zeit wird dann auch werden Sachen entweder dazu gedichtet oder anders interpretiert. Und das findet auch an dieser Stelle statt. Und es gibt viele Erklärungen mittlerweile dafür, die beispielsweise in die Richtung gehen, dass es dabei gar nicht um sexuelle Interaktionen geht, sondern um eine Art Götzendienst, die nicht verrichtet werden sollte zu der Zeit. Es gibt genauso wie im Islam jahrhundertealte jüdische Texte, die homosexuelle Beziehungen thematisieren und das auf so einer nebensächlichen Basis sozusagen, also in denen selbstverständlich homosexuelle Sachen thematisiert werden. Es gibt Texte, in denen sogar bis ins kleinste Detail analysiert oder erklärt wird, wer wie mit wem heiraten kann, darf, soll, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist super spannend, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, zu sehen, wie heutzutage gerne eben argumentiert wird, dass es eben nicht in Ordnung sei, um es mal ganz banal zu formulieren. Aber in diesen Texten ist eben doch sehr detailliert niedergeschrieben ist, als etwas Selbstverständliches. In jüdischen Texten werden zum Beispiel auch an sehr vielen Stellen mehr als 100, ich glaube zwischen 100 und 200 Stellen, werden unterschiedliche Geschlechter, und zwar außerhalb der binären Geschlechter, wie sie heute zur Normalität meistens zählen, thematisiert. Und das sind alles Sachen, die waren damals selbstverständlich und die sind mit der Zeit aus irgendeinem Grund rausgenommen worden oder uminterpretiert worden. Was ihr beide ja jetzt beschrieben habt, ist ja auch so eine theologische Diskussion oder religionsgeschichtliche Diskussion. Und daran schließt sich so meine Abschlussfrage an euch beide an. Auf welcher Ebene führt man Veränderung herbei? Ist es wirklich diese innertheologische Diskussion, wie ist der Text genau zu verstehen und wie ist man 100% irgendwie konform? Ist es die menschliche Begegnung? Ist es, auf welcher Ebene erlebt ihr Veränderungen innerhalb eurer Religionsgemeinschaft? Oder wo seht ihr auch das Potenzial, die Akzeptanzförderung dabei herbeizuführen weiter? Abschlussrunde, entscheidet euch, wer möchte ich gar nicht entscheiden, der zuerst den Vortritt hat. Nicoletta. Okay, ich glaube, dass es wichtig ist, Sachen niederzuschreiben. Es ist wichtig, zu theorisieren und Sachen zu analysieren und Menschen zu erklären, wieso Sachen wie sind. Ich glaube dennoch, dass viel wichtiger ist, dass der menschliche Kontakt stattfindet. Ich glaube, man kann am meisten erreichen, wenn es eben Vorbilder gibt. Und das im besten Fall sogar nahbare Vorbilder. Also natürlich ist es super, super wichtig und wir weisen sehr oft darauf hin, dass eine gewisse Repräsentanz in den Medien, in
Behörden, in Schulen, überall, in allen möglichen Orten enorm wichtig ist, um Menschen, diverse Menschen zu normalisieren, sage ich mal, um sie einfach zu repräsentieren. Ich glaube, dass wir am besten aber Veränderungen wirken können, wenn wir auf in den kleinen Spaces, in den zwischenmenschlichen Unterhaltungen nahbare Vorbilder sind, nahbare Vorbilder schaffen, um eben auf zwischenmenschlicher Ebene diesen Kontakt herzustellen und eine Veränderung zu bewirken. Lieber Tugay, wie würdest du das ergänzen, widersprechen? Keine Ahnung. Ich glaube, die Anstrengung der Akzeptanz innerhalb der queeren Community, der Kampf für die Akzeptanz der queeren Community, basiert nicht auf einer bestimmten Ebene, sollte nicht auf einer bestimmten Ebene stattfinden, sondern auf mehreren Ebenen. Einerseits, wie Nicoletta ja schon angesprochen hat, ist es extrem wichtig, dass wir inhaltlich, wissenschaftlich, theologisch arbeiten. Wir brauchen ja eine bestimmte Basis. Wir müssen uns mit wissenschaftlichen, mit historischen Fakten auseinandersetzen und sie sichtbar machen, lesbar machen. Wir müssen sie greifbar machen. Aber das ist nicht alles. Wir müssen auch als Privatpersonen den Kontakt zu Menschen suchen. Ich habe das oft gehabt in meinem Freundeskreis, dass es hieß, Tugay, du bist der erste Schwule, den ich kennengelernt habe, mit dem ich gesprochen habe. Ist erstmal ein bisschen komisch, wenn die sagen, aber die sagen, ihr seid ja doch gar nicht so schlimm. Dann hört sich komisch an, ist komisch, aber irgendwie auch ein Erfolgserlebnis zu denken, ja, der Mensch hat das erste Mal einen Schwulen getroffen und hat gemerkt, hey, wir sind auch Menschen. Andererseits ist auch dieses Influencer-Dasein von bestimmten Menschen, wie jetzt Gypsy, mit der wir viel Kontakt haben, Queen Gypsy, total wichtig, weil das sind Menschen, die dann dieses queere Leben oder das LGBT-Leben in unserer Community, in der muslimischen, in der jüdischen Community sichtbar machen, dass denen zeigen, hey, wir sind auch Menschen, weil die 13 bis 17, 18-Jährigen, die lesen sich nicht die wissenschaftlichen Texte durch, die wir schreiben, die Hausarbeiten, die wir schreiben, die Bachelorarbeiten, was auch immer, die gucken sich TikTok und Facebook an, was erstmal nicht schlecht ist. Ich meine, ich habe auch nicht mit 13 mir irgendeine Hausarbeit rausgesucht und die durchgelesen. Und ich glaube, das ist eine Anstrengung, ein Queer-Jihad, den wir auf vielen Ebenen führen müssen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Und im Grunde das, was ihr sagt, bestätigen ja die eingangs genannten wissenschaftlichen Untersuchungen auch wenn sie jüdisches und muslimisches Leben nicht immer so in den Blick genommen haben, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber es war das Wissen um die Dinge, es war die Sichtbarkeit und es waren vor allem die menschlichen Kontakte. Und ich hoffe, wir konnten heute Abend auch ein Stück wieder voranbringen. Die heutige Live-Aufzeichnung wird auch später in den sozialen Medien auch sichtbar sein, sodass dann an alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, teilt es dann später, erzählt es in der Familie, im Freundeskreis, dass das eine hohe Verbreitung findet. Beide Organisationen, Kechet als auch die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee beziehungsweise die Anlaufstelle Islam Diversity, sind auch gut und breit in den sozialen Medien vertreten, sodass man da auch Kontakt aufnehmen kann, wie Tugay eben schon sagte. Es muss nicht die altbackenen, in Anführungsstrichen, E-Mail sein. Es kann auch auf Instagram einfach ein Kommentar sein oder es kann einfach ein passives Konsumieren von Dingen sein. Ihr müsst ja nicht immer gleich in Erscheinung treten, wenn ihr das nicht wollt. Das sind alle Wege, die möglich sind. Ich wünsche euch beiden, liebe Nicoletta, lieber Tugay, dass ihr noch ganz, ganz viele menschliche Begegnungen habt. Ich glaube, gerade ihr beide könnt auch so durch Co-Sympathie noch viel bewirken, Menschen anstecken und auch zeigen, dass es trotz Gegenwind ja einfach Spaß macht und sinnvoll ist, auch die Dinge weiter voranzubringen. Wir sind am Ende unserer Veranstaltung. Ich danke euch vielmals. Ja, und hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald persönlich wiedersehen. Das war ursprünglich ganz anders geplant. Wir wollten zusammen in der Moschee sitzen, so im Stuhlkreis. Aber ihr wisst, Corona. Aber auch diese Zeit ist bald vorbei und wir können wieder persönlich uns begegnen. Bleibt, liebe alle, gesund. Vielen Dank an euch beide und wir sehen uns bald. In diesem Sinne sage ich, lieber Techniker, du kannst ausschalten, lieber Valentin. Wir sehen uns.
Dankeschön. Danke auch dir und euch. Danke. Salamu alaikum. Shalom.